Hallo, ich begrüße euch zur mittlerweile schon Folge 33. Es geht um Datenschutz bei Videokonferenzen. Es ist ein Thema, zu dem ich recht viel Feedback bekommen habe, gerade in den letzten 2 Tagen. Das heißt, die ersten Erfahrungen zu Videokonferenzen laufen bereits und da hat sich jetzt gezeigt, dass es Cybermobbing gibt, also dass Schülerinnen und Schüler in Chats Bilder und Töne und Videomitschnitte aus den Videokonferenzen weiterverbreiten, sich über Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen auch lustig machen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man hier vorgehen? Was ich gemacht habe, um so ein paar Kernideen weiterzugeben, habe ich eine Infografik gemacht, um die wesentlichen Punkte zu akzentuieren. Ich habe Canva schon vorgestellt, Canva for Education, und damit habe ich es auch gemacht. Ich zeige euch jetzt dann gleich, wie es aussieht. Die Folge, in der ich euch Canva als Designprogramm vorstelle, die ist jetzt gleich oben bei diesem i verlinkt. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr euch diese Folge auch nochmal anschauen, damit ihr lernt, wie man solche Infografiken recht einfach selber machen kann. Hier seht ihr, wie es dann aussieht. Das ist jetzt hier nicht wahnsinnig groß, deshalb habe ich es vergrößert und ihr findet unten dann auch den Link einfach auf eine Grafikversion dieser Infografik, die ihr ausdrucken könnt, weiterleiten könnt. Auch an Schülerinnen und Schüler, ihr könnt das gerne ohne weitere Quellenangabe weiterreichen. Wenn ihr meinen Namen unten dran lässt, dann könnt ihr das so verwenden, wie ihr es verwenden möchtet, ohne irgendwelche urheberrechtlichen Bedenken. Also, ich würde sagen, die Grundregel ist, wer die Webcam ausschalten möchte, der darf die Webcam ausschalten. Ich würde Schülerinnen und Schüler nicht dazu zwingen, die Webcam einzuschalten. Wenn sie sich irgendwie zeigen sollten, wenn sie was präsentieren möchten, dann würde ich ihnen die Möglichkeit auch geben, das vorher aufzuzeichnen oder eine Präsentation zu zeigen. Sie müssen im Netz nicht ihr Gesicht, nicht ihr Zimmer, wo sie sich befinden, zeigen. Wenn etwas aufgezeichnet wird, dann ist es vielleicht ein Lehrvortrag der Lehrperson, der deshalb aufgezeichnet wird, damit später Schülerinnen und Schüler sich das nochmal ansehen können und die Lehrperson sagt, ich zeichne das jetzt auf und wenn alle einverstanden sind, dann wird aufgezeichnet und dann ist eigentlich auch klar, dass da niemand dann groß reinredet oder wie das dann auch später verwendet wird. Also wenn aufgezeichnet wird, muss man vielleicht auch sagen, das bleibt jetzt unter uns. Also bei Teams, wenn man da Videokonferenzen aufzeichnet, dann ist der Link für die Person verfügbar, die auch in diesem Team drin sind und nicht einfach frei im Netz. Das ist, da kann man gar nicht drauf zugreifen. Das, was in der Videokonferenz passiert, kommt nicht aufs Handy. Das heißt, sie bleibt da im Netz bei Teams und es wird nichts gespeichert, es wird nicht darüber gesprochen. Das ist so wie die Grundregel. Es bleibt in diesem Meeting drin und wird nicht auf andere Chats oder andere Kommunikationsformen übertragen. Vierte Regel ist, sich bewusst machen, dass es Privatsphäre ist, weil wir alle in unseren Wohnungen, in unseren Zimmern sind, in denen wir sonst wirklich auch Privatsphäre haben. Da lassen wir wenige Menschen rein. Jetzt müssen wir da lernen und Schule machen in diesen Räumlichkeiten. Das braucht Respekt und das sollte man mal so ansprechen, um sich das auch wirklich bewusst vor Augen zu halten. Das ist jetzt nicht etwas, was alle freiwillig machen, sondern es ist Fernunterricht, an dem man teilnehmen muss und da muss man auch improvisieren und diese Räume werden dann auch dafür benutzt. Mobbingprävention ist in Fernlehre sehr schwierig oder im Distanzunterricht. Trotzdem sollte man darauf hinweisen, es darf kein Mobbing geben und dann gleich beim 6. Punkt auch deutlich machen, wenn es zum Mobbing kommt, ist die Lehrperson die Ansprechperson, sie löst die Probleme, sie bezieht die Eltern mit ein, wo das nötig ist und die Schülerinnen und Schüler sind darüber informiert, wie sie bei Problemen Hilfe bekommen können und es wird wie deutlich gemacht, Mobbing wird nicht toleriert, wir stellen uns dagegen, wir schreiten auch ein, wenn es passiert. Viel mehr kann man in dieser Situation nicht machen. Mobbingprävention ist nie das Löschen von Bränden, sondern es ist immer die Vorbeuge, dass es gar nicht zu brennen beginnt. Und wenn man die Schülerinnen und Schüler nicht sieht, ist es sehr schwierig, noch weitere Präventionsarbeit im digitalen Rahmen zu leisten. Das war's für Folge 33. Ich danke fürs Zuschauen. Bis bald.